Heute Samstag, ich bin schon im Laden, gleich als erstes, weil wach geworden, aufgestanden und im Laden ja. Jetzt essen wir gleich Frühstück, wahrscheinlich hier draußen oder so, muss ich mal schauen. Fahrrad kam gerade zurück, da war schon ein Kunde da wegen der Schraube. Da geht ja gut los. Manchmal mache ich hier offen. Was gibt's für Neuigkeiten, Wolfgang? Ach, gerade Sport, Mann. Auch Politik, Wirtschaft und Sport? Nee, der nächste dicke Fisch. Was ist denn der nächste dicke Fisch? Nike, so ein Angelzieht-Welt, den Sparfer aus dem Kanal. Wer? Hat einer seine Waffe aus dem Kanal zur Nikes Waffe. Wer ist denn das denn? Ich bin das denn. Wie kommt denn das denn? Was hast du gesagt? Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du meiner Bitte nachkommst. Das geht jetzt aber nicht. Das soll ich später machen. Was? Ja, das geht jetzt nicht so schön. Oh. Das sieht so aus, als wenn du eine Bauernmale. Wie der Arbeit denn? Aber sie haben es bei den Jobs. Bin ich nicht geschminkt. Ist nicht so besser? Es ist immer der gleiche Schmetterling, Frauenauge. Ja? Da willst du ein Lavendel. Lavendel nur ein Schmetterling. Mitzi riecht da auch dauernd dran. Hat sie die Nase immer direkt an der Pflanze? Sieht total süß aus. Oh süß, ey, heute Morgen bin du ich. Du gießt die hoch, wa? Ja, ja. Heute Morgen bin ich, gestern habe ich es jetzt aber mal nicht gegossen, weil ich relativ viel davor gemacht habe, den Tag davor. Ja. Da, Achtung! Nee, vorbei. Heute Morgen bin ich wach geworden und dann lag da dieses Kissen. Dann bin ich so hoch und dann habe ich gesehen, dass Mizi neben mir liegt so. Also ich lag hier, dann das Kissen und da so länglich. Ja, jetzt waren sie natürlich alle zugleich da. Unglaublich. Ach, ja, ist ja auch schön. Dann ist das jetzt erledigt mit der Vermietung. Fast erledigt. Ein paar habe ich noch, ein paar Räder. Und da ist auch schon der erste Auftrag. Und zwar hier, da ist er. Sie hat gedacht, 8 im Hinterrad. Aber ich muss sagen, keine 8 im Hinterrad. Naja, wir bauen mal aus und schauen mal, was das wirklich ist. So schnell kann sehen. Jetzt gucken wir mal, wo das Problem liegt. Ah, die Pfoten, ey. Pfoten sind das Problem. Der ist nicht vom letzten Jahr. Na. Schön geplatzt hier, sieht man nicht? Geplatzt! Zack! Da muss irgendwo ein Loch im Mantel sein. Und da hat es dann gebeutelt. So, hier ist immer aufgeschlagen. Das sieht man ja auch. Eigentlich sieht man es. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ob ich das darstellen kann. Hier, da beult's. Ja, und das ist die Beule, die sie gespürt hat. Das ist genau von innen. Ist sie durch, das ist die Gewebe gerissen.
der Tommy. Ja. Freut mich, ich bin der Micha, ich komme vom Carsten. Ja. Wolltest du deinen Automaten wieder abholen? Automaten abholen? Taschen in Hosen. Nennt Thomas, nee. Wieso hast du einen Automaten hier oder so von uns? Wisst du, der bei euch stand im Laden. Ja, ich weiß es gerade nicht. Hallo. Moin. Hallo. Ja, hallo. Hi. Hallo. Ja. Fahrer, ich würde gerne den Lenker etwas weiter runter machen, was auch technisch, also ich kann es aufmachen und ich habe den Abstand gemessen. Der müsste eigentlich reichen, möchte den einfach runter machen, aber es geht nicht. Jetzt wollte ich fragen, ob du vielleicht einen Tipp hast. Wo machst du denn auf? Na, in der Mitte. Oh. Genau. Da habe ich auch so ein Stößchen. Ja. Dann musst du nochmal mit dem Hammer auf die Schraube hauen, dass sie reingeht. Habe ich schon. Also ich konnte das, den Lenker auch lösen und rausziehen. Das ging. Aber rein geht's nicht. Aber es geht nicht. Also es müsste eigentlich rein theoretisch reingehen. Schauen wir mal. Warum der Lenker nicht reingeht. Du siehst, hier hinten ist ein Abstand. Also hier hinten ist ein Abstand. Ne? Und hier vorne ist kein Abstand. Da siehst du ja, irgendwas stimmt nicht. Ne? Da hast du einen Spalt, hier hast du keinen Spalt. Also irgendwas ist verbogen. Wir haben einen Patienten. Und zwar ein BBF-Rad. Alter Bekannter. Da ist das Hinterrad durch. Das hat sie schon einmal reparieren lassen, nicht bei uns. Im anderen Fahrradladen, da sind die Speichen gebrochen. Dreigang Nexus-Schaltung. Einfache Schürmann-Hohlkammer-Felge, einfache Schürmann-Felge. Und ist total verbogen. Ist totaler Blödsinn. Jetzt reißen die anderen Speichen. Jetzt bauen wir ihr neues Hinterrad ein. Wir fangen an. Machen wir das auf Geschwindigkeit, weiß ich gar nicht. Eigentlich nicht. Ich bin ja eher so der Gemütliche heute. Wir machen das mal auf Gemütlichkeit. Aber selbst gemütlich schauen wir mal, wie lange das dauert. Eins, 30. Schon. Hammer. Alles schon ausgeschlachtet. Wo ist das neue Rad? Irgendwann?
Na, das war's. Fertig ist es. Gerettet. So einfach jetzt. Und der Schaltstift drin. Schaltung wieder aufgesetzt. Fertig. Minuten, ja, 12 Minuten. Jo, gestern habe ich ja das Laufrad hier versucht aufzubauen, neue Achse eingebaut, neuen Zahnkranz hier drauf. Der Schrott ist. Fängt man drauf, das muss ich jetzt einfach auseinandernehmen. Naja, und dann kommt das Ding in Schrott. Das Allererste, was sie machen, wenn ich ein Kind auf den Wert bekomme, ist die Hüfte. Ja, der hat ja aber wieder hergeflogen. Ja, wie wird doch der Meter? Ja, aber der mit dem Fahrrad hier. Jetzt sagen wir mal schön tschüss, gute Nacht, schlaf gut, ich komm rein. Naja, ich komm wieder. Wie spät ist? 10 vor 9 Uhr. 10 vor 9 Uhr, siehst du, naja, wir müssen mal jetzt mal Schluss machen, ich komm rein. Dann sehen wir uns Montag wieder. Ja, ja. Wenn du gerade apropos bevor du einräumst, ja? Kann man was fahren. Ja. Versuch da mal, dass du Montag oder was. Montagabend so 6:30 rum, wie immer, wenn ich komme, so 6:30 rum. Also den Ständer mal sauber machen. Wisst ihr, was ich meine? Den Kraut daraus machen. Ja, man muss ja immer Zeit haben. Ich muss mal gucken. Du, hallo. Ich mach das ja auch. Ja, Wolfgang, das ist ja Arbeit. Warum? Ich bin ja rumgestellt. Wolfgang, will den. Müssen wir mal gucken. Ich werde bei Handschuhe, Arbeitshandschuhe bringen wir schon mit. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, mal gucken. Wir schauen mal. Ich war letztes Jahr so viel Spaß gemacht. Bis dann, dieses Jahr immer? Dieses Jahr bald. Die Fahrräder wechseln alle da. Guck mal, wie oft man das machen muss, war das ist ja Wahnsinn. Ja, wenn die Fahrräder mit der Stunde mal wechseln, dann ist das da nicht einfach so schlecht. Ja, dann machen wir das mal. Also bis morgen oder bis Montag. Ciao.